Wenn das schwere Geschütz des Antisemitismus-Vorwurfs aufgefahren wird, um eine ganze Klimabewegung zu diskreditieren, muss die Verzweiflung schon recht groß sein. Die CDU-Fraktion hat's trotzdem getan. Am 13. März forderte sie im Leipziger Stadtrat, alle Vertreter von Fridays for Future und der mit ihnen assoziierten Organisationen aus dem Klimabeirat auszusperren. Als Grund wird im Antrag ein pro-palästinensischer Post von Greta Thunberg angeführt. Ich persönlich habe auch kein Verständnis dafür, wie man auf der einen Seite für freiheitliche, liberale Lebensweisen und gegen die Diskriminierung Homosexueller demonstrieren kann und auf der anderen Seite gleichzeitig Solidarität mit den palästinensischen Terrororganisationen ausdrückt. Und wenn ich mir anschaue, was Fridays for Future Deutschland zu diesen Fragen in den letzten Monaten veröffentlicht hat und erst jetzt auch kürzlich wieder, dann schwingt dort immer dieses berühmte Ja-Aber mit. Es ist immer der Fall, dass natürlich die Hamas ganz schlimm ist, dass es auch ganz schlimm ist, was da am 7. Oktober passiert ist. Und dann kommt dieses Ja, aber man muss auch sagen, was Israel im Gazastreifen macht, das ist auch nicht in Ordnung und da muss man jetzt mal für den Waffenstillstand sein. Meine Damen und Herren, das ist unerträglich. Dass damit pauschal eine ganze Gruppierung über einen Kamm geschert wird, sorgte für einige Gegenrede. Alles in einen Topf werfen, einmal umrühren. Ich will dazu folgendes Zitat bringen. Seit gestern erleben wir einen beispiellosen Terror der Hamas gegen Israel. Wir sind entsetzt, trauern um die Opfer, gehen zu den Solidaritätsbekundungen, zeigen Flagge. Als deutsche Zivilgesellschaft haben wir einen klaren Auftrag. Lasst uns entschlossen und vor allem Jüdinnen und Juden stellen, wenn sie zunehmend wieder Opfer von Antisemitismus werden. Danach kommt eine Aufzählung der angemeldeten Kundgebung. Das ist der Beitrag von Fridays for Future Deutschland nach dem tatsächlich zu kritisierenden Beitrag von Fridays for Future International. Die deutsche Sektion hat sich eben nicht dem zu eigen gemacht, was die internationale Sektion gemacht hat, sondern hat sich relativ klar und deutlich davon distanziert. Und ich kann Ihnen auch versichern, dass zumindest die Vertreterin von Fridays for Future Leipzig ganz sicher keine Antisemitin ist. Fridays for Future ist keine antisemitische Bewegung, aber ja, natürlich gibt es auch Antisemitismus in der Klimabewegung. Denn wissen Sie was? Es gibt keinen Verein, keine Bewegung, keine Partei, schlicht nichts und niemanden, der oder die immun gegen Antisemitismus ist. Und ich kann nur eindringlich davor warnen, Antisemitismus an irgendeiner, egal welcher Gruppenzugehörigkeit festzumachen. Auch die Stadt Leipzig lehnt in ihrem Verwaltungsstandpunkt den CDU-Antrag ab. Sie verwies auf das ausdauernde Engagement von Fridays for Future, ohne das, Zitat, das Zukunftsthema Klimaschutz nicht in der aktuellen Prominenz und Dringlichkeit auf allen politischen Ebenen vertreten wäre. Der Großteil im Rat sah das bei der Abstimmung genauso. 8 zu 51 zu 0.